ist noch. Ja. Sehr gut. Dann machen wir das groß und dann geht's weiter mit dem Matz-Effekt. Mal ein bisschen weiterkommen hier mit dem Shit. Wobei, warte, ich will was. Ich möchte mal gern was gucken. Ich möchte gern was gucken. Tudi-dudi-dam. So, mal. So, nee. Ah. So, alles klar. Na dann. Geredet habe ich mit denen, genau. Gibt es hier irgendwas Neues im privaten Terminal? Nee, ungelesene Nachrichten auswählen. So, du brauchst ja auch nicht mehr vor dich hinquallen. Kannst du ausgehen? Tschüss, 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 tschüss. So. Gut. Alter, was ist denn hier mit der Powerlocke los? Naja, egal. So, weiter geht's. Diesmal Richtung. Ne, von hier gehen wir weg. Richtung Ilium. Weil wir, glaube ich, alles sonst gemacht haben bisher. Ich habe nur noch 100.000, das ist nicht viel. Das ist ja nicht mal so viel. So, Ilium. Da haben wir nämlich noch einiges zu tun. Ich guck mal kurz, ob ich überall sonst schon war. 100%. Das kommt später. 100. 100. 100. 100. Was hier? 100. 100. 100. 100. 100. So, da geht später hin. Da geht später hin. Also geht's jetzt erstmal in den Halbmondnebel. Ja. Auf in den Halbmondnebel. Und da wird der ganz andere Shit gemacht. Denke ich. So, warte mal. Haben wir noch andere Sachen, die wir machen können? Und das nicht mehr? Ach, guck mal, da ist dieser. Ja, gut, dann mache ich erstmal den Bloodpack-Portal deaktivieren. Ja. Den Bloodpack-Portal deaktivieren, genau. Ich dacht. Das wäre was anderes. Aber nö. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah. Tarith, keine Ahnung. Dann landen wir mal. Ich denke mal, man müsste das relativ gut hinkriegen, Richtung Dingsbums. Ilium soweit heute eigentlich fällig. Das kriegt man, glaube ich, hin. Ich denke schon, sowas machen wir mit Bloodpack. Aber wir nehmen mal ihn hier einfach mit. Und. Ach komm, wir nehmen dich noch mit. Was soll's. So, ein Punkt. Ein Punkt ist nicht so viel. Das heißt, wir machen hier nix. Weiter geht's. Der Nebel auf der Planetenoberfläche führt zu Interferenzen mit ihrer Navigation. Das ist doof. Sendetürme in der Nähe könnten als Orientierungspunkt dienen. Ach, das ist der Scheiß, okay. Das ist der Scheiß. Was ist hier passiert? Aber in diesem Knoten einstellen. Hier gibt es nichts mehr abzubauen. Sofort zu den anderen Einsatzknoten wechseln, okay. So, das führt uns jetzt quasi zum nächsten Punkt, wo wir hin müssen. Es prickelt ein bisschen in seinem Bauchnabel. Dann ist gut, finde ich gut. Och. Achso, oh fuck, ich hab die. Okay, er stürmt. Hä, seit wann kann er stürmen? Keine Ahnung. Er kann's. Das muss uns reichen. So, aber nee, von da bin ich ja gekommen. Bullshit, oder? Ich weiß es nicht. So, auch immer schön ein bisschen die Nebenwege abchecken, damit wir auch da ein bisschen was machen können. So, jetzt muss ich. Moment. Jetzt geht es nach da.
Da müsste ich lang, von da bin ich gekommen. Aber hier kann man auch noch hin, ne? Oh. Hi. Das geht. Oh Gott. Meine Güte, diese blöden Klicksen mit ihrer scheiß Explosion. Egal, ich habe hier noch mal ein bisschen Rohmaterial gefunden. Ist meins. Noch mehr? Ne. Leider Gutes nicht. Leider Gutes nicht. Irgendwas? Hallo? Nee, ich glaube, da ist nix. Was haben die hier gemacht? Böse Dinger, schätze ich. Achtung an alle Arbeiter, sofortiger Rückzug. Shuttles zur Evakuierung sind unterwegs. Wer bei ihrer Ankunft nicht am Versammlungsplatz ist, wird bei den verdammten Käfern zurückgelassen. Sie haben sich anscheinend vor den Käfern dann versteckt. Die sind doch eh so eigentlich. Haben eine recht gute Lebensregeneration. An und für sich, ne? So, da muss ich hin. Da gehe ich aber nicht hin. Ach, guck mal. Mein Rohmaterial. Ich brauche es eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich dürfte halt genug Ressourcen haben für alles, was ich im Spiel machen kann. Aber das ist mir egal. Ich nehme es trotzdem mit. So, der nächste Sender. Feindbeschuss. Ja, Feindbeschuss, mein Gott, ne? Machst du nix? Machst du einfach nix? Tschüss. Oh, da kommt noch so ein Vieh. Peng! Und pum! Ja. Oh Gott, da ist ja noch so ein Ding. Oh, mal langsam reicht's, ne? Oh oh. Geh, oh oh. Warte. Blödes Kackvieh, ey. Hab ich den schon aktiviert, ja? Salamul, ich kann von Omega keine Watcher mehr beschaffen. Garm hat genug eigene Probleme. Sie müssen sich also selbst um Verstärkung und eine Lösung des Problems bemühen. Vielleicht sollten sie einen Signalpfad bauen. Diese dämlichen Watcher laufen bestimmt einfach raus in den Nebel und finden nicht mehr zurück. Ja. Das kann sein. Hab ich das schon? Ja. Schon. Gut. Ja gut. Dann geht es mal weiter. Moment. Dahin. Okay. Ist theoretisch hier lang, oder was? Ich sing so. Dann nehmen wir das mit. Da ist nix, okay, dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir da lang und hier nach oben. Kann ich mehr Muni mitnehmen? Ach, irgendein Upgrade hat mir, glaube ich, mehr Muni-Slots gegeben. Ritsch-Ditsch. Oh. Ja gut. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Das ist ganz schön... Passt schon. So. Din, wo sind wir? Da kommt noch so ein Vieh. Feinde. Ja, Feinde am Arsch. Ey. Hier, guck mal. Das sag ich zu Feinden, verstehst du? Oh, hi. Kommt noch mehr. Geh weg. Tschüss. Ach, ist voll. Okay, muss ich gar nicht lachen. Läuft. So, wo geht denn das Ding hin? Da hin. Okay, dann gehe ich erstmal da lang. Schau mir den ganzen Quark hier mal an. Ah, guck mal, da gibt es noch ein Datenpad.
Wo bleiben die Ressourcen? Arbeiten sie da draußen auch oder stehen sie nur rum und warten darauf, dass die Voyager klüger werden? Unser Mann auf Ilium kann nicht ewig stillhalten. Wenn sie das alles weiter verzögern, wird der Kampf bei unserer Anreise immer härter werden. Und das würde mich wirklich sehr, sehr wütend machen. Das wollen wir natürlich nicht, dass der sehr, sehr, sehr wütend wird, weil das ist, glaube ich, nicht so cool. Ist ein Mensch? Oder scheint so. Die alte Knusperlocke. Startenpad haben wir schon. Dann gehe ich hier weiter, ne? So. Den auch. Ich glaube, wir sind hier gleich am Ende. Ist jetzt nicht so eine krass spannende, schwierige Nebenmission. Und dann haben wir angefangen. Jetzt sind wir hier. So läuft der Hase. Und da ich weiß, dass da gleich ein paar Gegner kommen, werde ich mal schon mal die Waffe wechseln. Vorsorglich. Und da sind sie gerade am Abheben, ne? Ich hänge da irgendwo. Alter, warum hänge ich? Ah! Warum hänge ich denn da? Was ist das für ein Scheiß? Alter, what the fuck passiert hier? What the fuck passiert hier? What the fuck passiert hier? Ach shit, ich glaube, ich sollte auch nicht gegen ihn jetzt direkt ver... Alter, was ist das? Voll die komischen Fehler irgendwie. Wo ist denn der? Oh. Vielleicht soll ich auch erst gegen die anderen kämpfen, ich weiß das nicht genau. Brandmunition, ja, mach Panzerbrechen, ist egal. Ich habe Brandmunition sogar ausgewählt, guck mal, ich bin vorbereitet. Zack, Junge. Kann es sein, dass die anderen irgendwo anders sind? Ich glaube ja. So, schwupps. Okay, der ist down, das ist schon mal gut. Alter, ich komme ja auch nicht weiter, das ist voll dumm. Ah, jetzt. Kann ich hier nämlich in Deckung gehen. Wo sind die denn, die kleinen Pissnaken? Irgendwie einfach weg. Keine Ahnung, wo die sind. Egal, mache ich die alle alleine kaputt, ist auch kein Problem. Jetzt sind mir wieder die richtigen Leute, die mir helfen, ey, ohne Spaß. Das sind mir wieder die richtigen, die. Umgehen, ja, umgehen wir das mal. So, so, so. Ja, und yep. Yep und yep. Und fertig. Nice. So, kurz und knackig war das Ganze. Das muss ja auch mal sein. Hat nicht allzu lang gedauert. Das finde ich gut. So, und jetzt geht's endlich nach Ilium. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Auf Richtung Ilium. Hier bin ich falsch. Ich muss hier raus. Okay, dann gehen wir hier raus. Kein Problem. So, pass auf. Dahin. Hopp. Hopp. Und Ilium anfliegen. Das erste Mal. Ich denke mal, als erstes Justikaren und den Attentäter rekrutieren, ist, glaube ich, am sinnvollsten. Einfach, weil ist so oder so. Irgendwie so passt das schon, ne? Ach so. Ich muss direkt Leute auswählen. Gut, wir nehmen ich nehme direkt ihn mit. Ich nehme ihn mit und sie mit. Nein, ich nehme. Lass mich überlegen. Ich nehme Tali auf jeden Fall mit und ich würde sagen, ich nehme auch Miranda einfach mit oder nehme ich Garrus mit. Ach komm, wir nehmen mal Garrus mit, was soll's, ne? Zack.
Nope. Und nope. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-Systemen sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei. Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Die meisten entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich. Und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Ja, das macht's natürlich um einiges besser. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man auf Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Und ich habe nicht mehr genug Geld, um alles zu kaufen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Sie sagten, Liara sei hier? Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Das ist schön. Danke. Guten Tag. Spielen, das mache ich. So, gut. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Könnte ich tun, aber das mache ich noch nicht. Man hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie, bis man vom Raster fällt. Krass. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh... 25! Bei 25 verkaufen! Pum, verkaufen! Nur sehr wenige Quarianer kommen hierher. Mit dir spreche ich gleich. Entschuldigung? Ja? Sie sind doch Commander Shepard. Korrekt. Ich habe Ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Erstmal gucken, ob in der Wand jemand steckt. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Ich habe auf Noveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein?
Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Dann hau mal raus. Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden. Und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Ja, gar nicht zu Ende gesprochen über die Kuh. Wie haben sie von einer anderen Asari Besitz ergriffen? Man kann doch nicht einfach so den Geist anderer Leute übernehmen. Friede, Shepard. Die Rachni-Königin kontrolliert meine Gedanken nicht. Das war nur eine Nachricht, die ich übermitteln sollte. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn Sie so wollen. Ich helfe Ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies. War es wirklich so einfach, Ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen und jeder hat eine Aufgabe. Könnte ja einen Grund haben. Die sie angegriffen haben. Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher.
aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Danke. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Naja, die ist doch gar nicht mit da, dachte ich. Naja. So, die kennen wir ja auch. Shepard? Überall hieß es, Sie wären tot. Tja, falsch. Was ist passiert? Nein, halt. Ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Mhm. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlung in Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzunageln. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anolais geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert. Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Ja gut, dann setzen wir uns mal. Ein Bierchen geht ja immer, ne? Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Ah ja, gut. Sehr interessant. Dann lesen wir mal die Nachricht. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen, durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin, Schmuggelpläne von Noveria. Können Sie dazu überreden, Ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Ich denke schon, dass das geht. Das dürfte überhaupt kein Problem sein. Die Frage ist, welche Händlerin denn? Diese Händlerin, na gut. Willkommen. Hallo. Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Natürlich doch. Sehen Sie sich ruhig um. Mhm. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Richtig viel, ne? Richtig viel. Ja. Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Na, das ist natürlich schön, ne? Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales, aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parasini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Ist das alles, was Sie gebraucht haben? Alles und noch mehr. Sie haben mir das Leben gerettet, Shepard. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Ah, das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Das ist voll dumm. Wollte sie nicht verhaften? Naja, egal. So, dann kann ich mal kurz gucken. Ich habe nicht mehr genug Geld, verdammt. Umgehungsmodul. Zeitlimit verdoppeln, du. Boah, das brauche ich auch unbedingt. Ich nehme lieber das hier. So, wir kaufen einmal das und. Kaufen einmal das. Passt schon. Mehr kann ich leider nicht kaufen, hab kein Geld mehr, verdammt, ey. Alles für Koks und Nutten ausgegeben. Hermia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen,
Aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Ist voll die Rassistin irgendwie, ne? Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientierte. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen, wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Was haben Sie jetzt vor? Recherche. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe. Und ich will sicherstellen, dass sie extern war. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Tief im Inneren macht es Ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen. Deshalb sind Sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen, mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Bestimmt. Nicht. Ach, was soll's. Kleiner Knutscher. Viel besser als ein Autogramm. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Yay. So, nutze ich doch mal die Karte, die ich sonst nie benutze. Dann bei die Eternity Bar. Das ist, glaube ich, auch noch irgendwas, ne? Ist die da lang? Ja. Yo. Na gut, dann gehe ich mal kurz in die Eternity Bar. Werde ich mal kurz schauen, was da abgeht. Minimale Hitzeentwicklung. Ich will mich erst mal umgucken, bevor ich hier irgendeine Mission anfange. Wobei, ich glaube, von hier kann man sogar eine Mission starten. Hallo. Passen Sie bloß auf, wenn Sie da reingehen. Ein Mensch macht Ärger. Er verlangt, dass ich ihm den Laden überschreibe. Was? Ich werde vorsichtig sein. Ich habe keinen Laden. Ihn auch töten. Ganz legal, meine ich. In Notwehr. Ich stelle mich als Zeugin zur Verfügung. Gut. Und für alle Fälle installiere ich gerade Überwachungskameras. Wenn er oder sonst jemand Ärger macht, lasse ich ihre Ärsche einbuchten. Gut zu wissen. Vielen Dank. Tschüss. Was auch immer sie von mir wollte. So, haben wir schon mal hier. Warte mal, hier gibt es da auch irgendwas, ne? Und dann sagt er... Ach genau, das ist die für die Miranda. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt. Es geht hier, da haben wir einen Junggesellenabschied, da können wir ein bisschen lauschen. Ach, da ist der Konrad. Körperflüssigkeiten zwischen verschiedenen Spezies erklären. Der kleine Konrad. Zumal du eine Quarianerin. Gucken wir erstmal hier. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Oh. Ich verstehe das nicht. Menschen feiern Eheverträge, indem sie sich der Versuchung der Untreue aussetzen. Das ergibt keinen Sinn. Beruhigen Sie sich, Mann. Blamieren Sie mich bitte nicht vor der Stripperin. Wie ist das bei Turiana? Vor der Stripperin. Konrad, was geht, mein Freund? Ich bin ein Mann. Wollen Sie wissen, wie weit ich gehe? Ich habe gelernt, wie man Leuten eine Knarre vor die Fresse hält. Und zwar von... Commander Shepard. Hey, falls Sie diesen Idioten kennen, bremsen Sie ihn mal, bevor ich ihm den Arsch mit einer Singularität versohle. Shepard? Sind Sie es wirklich? Ich bin's, Conrad Ferner. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Ich wollte ein Spectre werden. Und dann haben Sie mir eine Waffe unter die Nase gehalten. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, bis an die Grenzen zu gehen. Ich werde diese Lektion beherzigen. Sie sind also am Leben, was? Ja, so läuft das in dem Geschäft. Ich schlage vor, Sie lehnen sich zurück und sehen einem Profi bei der Arbeit zu. Ich muss nämlich jetzt in ein paar Ärsche treten. Yeah. Conrad, warum eifern Sie mir nach? Was für ein Spacken. Sind Sie verrückt? Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Nö. Ich bin kein Spectre, der für den Rat arbeitet. Ach, dann ist er gut. Ich bin ein einsamer Wolf.
gestützt allein von wachem Geist und starken Nerven. Ah. Keine Regeln, keine Gesetze. Für mich zählt nur, was zum Erfolg führt. Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Nee, überhaupt nicht. Wie sind Sie an die Panzerung gekommen? Oh, mit dem nötigen Kleingeld kann man heutzutage ziemlich überzeugende Replikate kaufen. Die komplette Ausstattung war ganz schön teuer. Aber meine Frau hat mich voll unterstützt. Sie hat sogar mein Shuttle-Ticket hierher bezahlt. Das ist aber nett. Conrad, haben Sie eigentlich irgendeine Kampfausbildung? Ich rette die Galaxie, Shepard. Da bleibt für sowas keine Zeit. Sicher, verstehe. Ne, doch, auf jeden Fall. Sie waren sehr unfreundlich, aber Sie haben die Galaxie gerettet und den anderen Spezies gezeigt, dass Menschen wichtig sind. Und dann sind Sie gestorben. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Und jetzt durchwandern Sie die Galaxie und bekämpfen das Unrecht? Hey, bitte nicht in diesem Ton. Ich rede mit den Leuten und frage sie, ob sie große Probleme haben, die nur ich lösen kann. Aha. Sie wären überrascht, wie viele nur darauf warten, mal mit jemandem reden zu können. Manchmal durchstöbere ich auch Kisten. Sie wissen schon, für ein paar Extra-Credits. Ja klar, das... Wie sind Sie an die... Nö, ich wollte das gar nicht fragen. Das machen wir natürlich alle, ne? Aber meine... Jedes anständige Sicherheitssystem erkennt, dass Sie nicht beim Militär sind. Und in meiner Truppe schon gar nicht. Ich sage einfach, dass ich total undercover arbeite und deswegen nicht von den Systemen erkannt werde. Ach so. Ich tue eben, was ich kann, okay? Sie waren ein Held. Mhm. Sie haben die Galaxie gerettet und allen gezeigt, wozu Menschen in der Lage sind. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Warum sagt er das schon wieder? Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Das ist ein krasser Typ. Warum haben Sie versucht, die Urkunde hierher zu bringen? Dieser Laden ist nur Tarnung für einen Handel mit rotem Sand. Ich muss sie mitnehmen, um den Drogenring zu zerschlagen. Was? Wer zum Teufel sagt denn sowas? Die Besitzerin des Waffengeschäfts beim Carport. Sie ist ein Undercover-Cop. Sie hat mir davon erzählt, als ich mich ihr vorgestellt habe. Hören Sie zu, Erbsenhirn. Erstens verkaufen wir keinen roten Sand. Und zweitens ist roter Sand auf Ilium legal. Man braucht lediglich eine Lizenz. Ich rede mal mit dieser Undercover-Politesse und finde raus, was hier vor sich geht. Danke. Wenn ich nervige Gäste umlege, geht immer was zu Bruch und es wird mir dann vom Lohn abgezogen. Das ist die Scheiße. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen, Shepard. Natürlich. Selbstverständlich. Sag ich Bescheid. Danke, dass Sie sich um diesen Irren gekümmert haben. Sonst hätte ich ihn mit seiner eigenen Wirbelsäule erschlagen müssen und das macht die anderen Gäste immer ein wenig nervös. Nett. Wie auch immer, das hier ist das Eternity und ich bin Athita, Asari-Matriarchin und Barfrau. Was darf sein? Sie sind eine Asari-Matriarchin? Ich dachte, Matriarchinnen wären als angesehene Beraterinnen tätig. Stimmt. Und genau das mache ich auch hier in der Bar. Ich weiß, da erwartet man was anderes. Aber auf Tessia wollte niemand auf meinen Rat hören und deshalb bin ich jetzt hier. Mein Vater war ein Kroganer, der in den Rachni-Kriegen gekämpft hat. Und meine Mutter war bei den kroganischen Rebellionen dabei. Ich habe so ziemlich alles gesehen. Ihre Mutter hat in den kroganischen Rebellionen... Ich weiß nicht, ob sie wirklich gekämpft hat. Sie war Späherin, Scharfschützin und hat ein paar Raumstationen spezial... Für ja, ich überspringe das mal. Abende mit meinem Wenn Vater ihre Mutter in den Rebellionen... Mutter war selbst Matriarchin. Was ist passiert? Das war dann ganz einfach, weil bald die Wissenschaftler sagen, es sei... Und ich habe sie gewarnt. Ist gar nicht mal unwichtig, wer die ist später. Boah, warum macht er immer so einen Doppelklick? Mutter war selbst Matriarchin. Eines Tages war so, das wär's. Ich sehe mich nur um. In Ordnung. So, okay, wir müssen jetzt... Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Da ist der Konrad, ja, ist sehr schön. Du verdienst jemanden, der dich... Du bleibst da schön stehen, mein Freund. Der dich anständig behandelt. Und rührst dich nicht vom Fleckchen. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn die? Nee. Ich glaube, die Pagani heißt die gar nicht, aber die eine komische Olle da, die meinte ich. Haben Sie nichts Schickeres? Gut, Administration, dann gucken wir auf die Karte, das ist da, bla bla bla, hier ist auch Liaras, hier ist alles. So, nee, Moment, hier komme ich zu Liaras Büro, da will ich noch gar nicht hin. Ach hier, genau. Aber wobei, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja zu Liaras Büro gehen, kein Problem. Hi. Hallo, Commander Shepard. Hallo. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja, Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für sie zu arbeiten.
Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie ihnen erzählen. So ist sie, die Liara, ne? Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Immer nur auf ihre eigenen Ziele fixiert. Unglaublich. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Meine Quellen sagten zwar, dass sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, sie zu sehen. Es freut mich auch, sie zu sehen, Liara. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit sie... also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt? Sind sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Informationen beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Also wenn Shepard ja eins ist, dann wohl ein bekannter und großer, großer Hacker. Das weiß man natürlich. Aber wir fragen jetzt erstmal nach Samara und Thane. Ich glaube, dann können wir gehen. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Gut. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Danke für die Hilfe. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. So, das mache ich noch nicht, weil das startet den DLC. Das mache ich später irgendwann. Wir werden erstmal ein bisschen weiter mit ihr so normal reden. Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Das ist blöd. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine... Müssen wir diese komischen Terminals auch noch suchen, weil ich gar keine Ahnung habe, wo die sind. Das ist blöd. Gut, mit Serena reden, das ist dann für die ganzen Missionen. So. Hm?
Werden die mir eigentlich angezeigt? Nee, verdammt, ey. Ja, wo sind sie denn jetzt, ja? Stoßen sie Fertighäuser ab? Diese komischen. Also werden die schon finden. Aber wir gehen erstmal weiter. Gucken uns ein bisschen weiter auf Ilium um. Dann werden wir, glaube ich, irgendwann auf jeden Fall sowieso automatisch diese komischen Terminals finden. Und dann können wir ja hacken, was das Zeug hält. So, zack. Ach, den gibt's ja auch noch. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Blöde Kuh. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Gut. Halt die Fresse. So, irgendwie sind keine Terminals, das ist doof. Da ist Serena. Okay. Knutschen da, glaube ich, rum. Wo sind diese komischen Terminals? Ich will mit Serena noch. Einfach mal, da oben geht's ja auch noch weiter. Chatumt, da geht's auch noch weiter. Ja. Das heißt, wir gehen auch hier hin. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Mach ich aber gleich jetzt, weil ich glaube, dann geht's hier direkt weiter. So, das ist ein Asari. Da kann ich ein Terminal hacken. Okay, hier ist eine Händlerin. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ah. Ich habe mit einem alten Freund gesprochen, Conrad Ferner. Sie haben ihm erzählt, dass in der Eternity Bar roter Sand verkauft wird. Ah, Sie sind mit Conrad befreundet. Naja. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Mehr oder weniger. Ich muss es wissen. Ich bin eine Undercover-Polizistin. Bringen Sie mir die Besitzurkunde für die Bar? Ich brauche sie nämlich, um den Dealern, die roten Sand verkaufen, das Handwerk zu legen. Mhm. Das ist gut, wenn ich hier sage, ich helfe Ihnen und Sie anlüge. Okay. Ich habe den Barbesitzer weichgeklopft, aber Sie müssen hingehen und die Sache selbst zu Ende bringen. Im Ernst? Sind Sie sicher? Klar. Absolut. Sie müssen das Geschäft nur abschließen. Sie gehen rein, bleiben hart und lassen durchblicken, dass wir zusammenarbeiten. Dann kriegen Sie die Urkunde. Na dann. Super. Hier. Ich stelle jetzt den Rabatt für Sie ein. Cool. Danke cool, für die cool. Hilfe. Ja, kein Problem, ne? Habe ich gern gemacht. So, stöbern. Ich habe leider nichts. Ich kann mir die Platten kaufen. Ja, kaufe ich mir die Platten. Kein Problem. Ich habe leider kein Geld. Verdammt, ey. Ich brauche mehr Geld. Wo kriege ich Geld her? Hier ist nämlich auch noch so ein komischer Markt. Rose von Ilium, lass deine Hi. Was wollen Sie? Keine Ahnung. Tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerven. Hm. Der Kroganer liest die Liebesgedichte vor, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken? Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt. Traurig. Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, naja, umwirbt. Wirklich schlimm. Warum sind Sie beide gerade getrennt? Er meint das ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist zwar super, aber was Dauerhaftes? Kroganer leben sehr lange. Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Nichts für ungut. Witzig. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie, wegen der Genophage. Tja. Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich. Ich glaube, ihm ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange still. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall lieben würde, egal welche Farbe sie hätten. Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammen? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase, wissen Sie? Ja, sicher. Dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Welche Haare? Sie müssen mit Ihrem Freund reden, sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar. Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen.
Meinen Sie? Na klar. Was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich dann nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidung bereits getroffen. Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Ja, kein Problem. Ich finde immer schön, dass Sie ihm alle einen Rabatt einfach geben. So, die sind weg. Keine Ahnung, die machen wahrscheinlich Knickknack gerade oder so. Wer weiß. Für deinen Fisch. Sie liebt ihren Garten. Ach, guck mal. Ich habe nur noch 13.000. Heilige Scheiße. Aber das ist alles sehr billig. Das kann ich mir alles leisten. Ich kaufe mir einen Fisch. Und ich kaufe mir das. Und ich kaufe mir das. Und ich kaufe mir einfach auch das, weil ich es kann. Und jetzt habe ich noch 5.000 Credits. Das ist irgendwie nicht schön. So, da ist noch ein Terminal, da ist ein Terminal, da ist ein Terminal. Okay, da ging später hin. Hier ist noch eine komische Asari, die aber, glaube ich, nicht mit uns reden. Entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein, weil es ein Tatort ist, alles abgeriegelt. Eclipse-Söldnerinnen, irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht. Und deshalb werden wir auch reich. Richtig, richtig. Ich telefoniere. Ah, gut, dann will ich nicht stören. Ich telefoniere. Okay. Ich telefoniere. Ah. Ich telefoniere. Ich auch, voll unhöflich von dir, dass du... Quatsch mir nicht mal rein, ich telefoniere gerade, meine Güte. Unhöflich. Ein Beispiel. So, Officer Dara. Was war die nochmal? Ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht darauf, dass es legal war. Ich weiß es nicht. So, was war mit der Dara nochmal? Ach, wegen der Justikare, ne? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Keine Ahnung. Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Ganz ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Gut. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Ist Samara wirklich so gefährlich? Wenn Sie sich an die Gesetze halten, haben Sie nichts zu befürchten. Und eine Justikarin würde für den Schutz Unschuldiger ohne Zögern ihr Leben geben. Wenn Justikare auf etwas Böses stoßen, müssen sie es beseitigen. Bei den Asari klappt das ganz gut. Aber es macht mich nervös, dass eine hier ist, solange andere Spezies etwas anstellen könnten. Sie sagt Dinge, meint aber was anderes. Das ist sehr verwirrend. Warum machen Sie sich Sorgen darum, dass andere Spezies mit ihr in Kontakt kommen? Wenn eine Justikarin eine Asari tötet, gehen wir davon aus, dass es gerechtfertigt war, selbst wenn keine Beweise vorliegen. Aber wie ist das bei einem Menschen? Glauben Sie, die Allianz würde ihre Motive verstehen und ihre Autorität anerkennen? Das schaffen sie doch nicht mal bei ihren eigenen Religionen. Würde die Allianz das verstehen und akzeptieren oder würde sie Beweise verlangen? Dann würde ich nämlich ordentlich in der Klemme stecken. Erzählen Sie mir mehr über die Justikare. Sie sind ähnlich wie Spectres. Sie reisen durch das Gebiet der Asari, beschützen die Schwachen und bestrafen die Schuldigen. Mit einer Waffe. Die meisten sind auf irgendeiner lebenslangen Mission, aber sie kümmern sich unterwegs um jedes Unrecht, was zu Problemen führen kann. Sie sind ein ehrwürdiger alter Orden, den wir verehren. Dennoch ist es beunruhigend, einen von ihnen aus Astra zu wissen. Alter, warum sind die Untertitel ganz anders als das, was sie sagt? Das verstehe ich nicht. Spectres werden vom Rat autorisiert. Wen repräsentieren Justikare? Was? Das ist wie... Ich kenne dafür keine gute menschliche Metapher. Sie stehen für ihren Kodex. Unseren Kodex. Es ist mehr eine religiöse Gruppierung als eine Abteilung der Polizei. Keine gesetzestreue Asari würde die Befehle einer Justikarin anzweifeln. Sie sind völlig unabhängig und nur ihrem eigenen Kodex unterworfen. Eine Justikarin würde lieber sterben, bevor sie ihren eigenen Kodex verletzt. Ich suche Samara. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da können Sie ein Taxi rufen. Aber wo ist sie denn? Ich suche Samara. Ich sag, an dem Stand auf dem Balkon. Okay, ja, ist ja schon gut. Alles gut, alles gut. So, dann reden wir mit der guten noch. Die kennen wir auch aus dem ersten Teil. Aber diesmal hat sie eine andere Hautfarbe. Hallo. Shepard. Ja? Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Shiala. Wir haben uns während des Geth-Angriffs auf Pheros getroffen. Saren hatte mich dem Turianer als Sklavin übergeben. Guten Abend. Sie haben ihn getötet und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut und konnten sogar verwertbares Material von dem Geth-Schiff bergen, das sie zerstört haben.
Aber die Forscher von Exogeni wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Turianers haben sie mitgenommen. Kann man sie nicht wegen ihrer Hautfarbe ansprechen? Kommandiert Exogeni wieder die Kolonisten herum oder hat der Turianer unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein, Exogeni unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Turianer ist tot. Wobei ich nach allem, was sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Pheros kommt ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ich weiß aber, ich dachte, das ist hier schon direkt, aber vielleicht kommt es auch später, keine Ahnung. Wir fragen erstmal das hier. Was machen Sie hier auf Ilium? Durch die Kontrolle durch den Turianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Aha, da ist es doch. Also, erstmal das Offensichtliche. Warum bist du grün, hä? Raus mit der Sprache, verdammt. Moment mal, Shiala. Sie waren doch nur grün, als der Turianer einen Klon aus Ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau, wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Turianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Turianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Turianer. Das alles ist beunruhigend. Jetzt weiß man Bescheid, warum sie grün ist und warum. Es erklärt aber, wobei das erklärt vielleicht auch ihre komischen Gesichtszuckungen oder Kopfzuckungen und die Augen. Ich glaube, das gehört alles mit dazu. Das ist alles, gehört alles, ja, muss. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Baria von Tears zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein, aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Können die Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen? Nein, aber sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Und jetzt tritt natürlich der Ritter die Speerspitze des Vertragsbruchs ein. Shepard, Vertragsbruch, das ist sein Metier. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Da steht er drauf. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Baria Frontiers ist über das Problem informiert. Ja, ist auch gut so. Gehe ich da nämlich mal hin, hau dir auf die Fresse oder so und dann, ja, weiß Bescheid. Ich habe Ihr Gespräch beobachtet, Mensch. Aha, gelauscht. Sie wollen sich über die medizinischen Verträge beschweren, die die Kolonisten von Pheros unterschrieben haben. Sie gehen besser wieder. Ihr Leben ist kurz genug. Vergeuden Sie keine Zeit damit, mich zu belästigen. Die 20 Minuten, die habe ich. Oder auch nur 5. Was haben Sie für ein Problem mit Menschen? Nicht nur mit Menschen, mit den anderen auch. Salarianer und Turianer sind keinen Deut besser. Okay, sie ist eine komplett Rassistin einfach. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Oh shit, bin ich schon, habe ich schon genug gute Punkte? Ich will es hoffen. Ich will es doch hoffen. Vielleicht könnten wir andere Tests entwickeln, mit denen beide Seiten zufrieden wären. Wenn die Kolonisten die Vertragsbedingungen nicht einhalten wollen, hätten sie nicht unterschreiben sollen. Ich bin nicht dazu verpflichtet, ihren Wünschen nachzukommen. Wären ihre Vertragsbedingungen genauso hart, wenn es sich um Asari-Kolonisten handeln würde? Asari würden sich um die Probleme kümmern, die andere Spezies verursacht haben. Asari wie meine Seelenverwandte, die beim Aufstand der Geth gegen die Quarianer ums Leben... Oder wie meine Töchter, die bei dem Geth-Angriff auf die Citadel starben. Eine arbeitete in der Botschaft. Die andere war Empfangsdame bei der Konsortin. Das ist traurig. Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Aliens werden niemals meine Verbündeten sein. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Daten geben. Bei welchem? Beim Shadowbroker DLC? Aber der kommt erst zum Schluss. Ich mache erst nämlich mal die anderen Sachen. So, jetzt direkt, ja, was... Ach komm.
Warum war ihre Seelenverwandte auf der Heimatwelt der Quarianer? Sie hat die Quarianer studiert. Nicht ihre Technologie, sondern ihre Musik. Sie liebte ihre Kunst. Sie sagte, sie hätten alte Seelen. Ach, die Quarianer sind doch schon voll die Hip-Hop-Gangster, ey. Beide sprachen gern mit Brauchst mir da nichts erzählen. Anderen Kulturen interessiert. Sie waren bestimmt wunderbar. Ihr Verlust hat die Galaxie ärmer gemacht. Ja, das stimmt. Wären die beiden mit ihrem jetzigen Verhalten einverstanden? Ich bin nicht. Ich habe nicht. Gebastet, Miststück. Ich schicke einen geänderten Vertrag. Keine Tests mehr, keine Gebühren. Es gibt genug Schmerz in der Galaxie. Ich muss ihn nicht noch verstärken. Yes. Und wieder einmal ist der Vertragsbrecher, so heißt er, sein Superheldenname, erfolgreich. Sehr gut. Hast du die Sternenkarten bekommen? Ja, nee. Allerdings musste ich mich dabei mit Irinia befassen. Ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. Was hast du erwartet? Sie ist ein rein... So, reden wir mal mit ihr. Sie haben es geschafft. Ja, sicher. Ich habe gerade die überarbeiteten Verträge erhalten. Es ging sehr schnell. Danke, Shepard. Sie haben Zeus Hope schon wieder gerettet. Ich glaube nicht, dass ich... Ist das immer so? Dass die Probleme von gestern heute in neuer Form auftauchen? Nee. Kann nicht irgendwas einfach mal erledigt sein? Nee. Das ist Quatsch. Sie haben die Kraft, wirklich etwas zu bewegen, Shiala. Und die haben nicht viele. Sie haben recht. Dein Arsch durch diese Tür hinter mir. Gerettet und das ist die Kraft, die du hast. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Und das werde ich auch nicht. Danke für alles, was Sie hier getan haben, Shepard. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Irgendwann vielleicht. Wenn ich mal nicht die Kolonie organisiere und Sie nicht tun, was Sie ebenso tun. Dinge? Ich tue Dinge? Oh, guck mal hier. Lala. Tschüss. Weißt du, dass Irinia mit Kunden, so, keine Asari haben wir nochmal einen kleinen Flirt gestartet. So, warte mal, hier sind ein paar Karten, die kosten nur 500 alle. Kauwisch, brauche ich überhaupt? Nein, ich kaufe sie trotzdem. Ah, da muss ich ja nochmal zwischendurch aufs Schiff und gucken. Geh weg. Sie soll bei dem Angriff der Geth. So, okay, dann werde ich jetzt mal anfangen hier zu hacken. So, dann hacken wir mal dieses Terminal. Oh, ist schwer, meine Fresse. Ich muss jetzt aber alles geben, was ich konnte. Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag. Oh. Einem neuen Bericht zufolge hat das Allianzmilitär derzeit Schwierigkeiten, die eigenen Anforderungsquoten zu erfüllen. Oh, verdammt. Die anfängliche Flut an patriotischen Freiwilligen nach... Ich weiß nicht. Nee, hä? Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas legalisiert wird. Was ist denn das? Alle Gefahren stehen klar. Hä? Deutlich. What the fuck? Moment. Bist du da lang? Aber wer liest sowas schon? Betrachte es als Methode, die aus. Sie ist die letzte einer aussterbenden Art. Was hier? Auch nicht, verdammt, wo ist es? Wird es kaum noch unblütige Asari geben. Irgendwie tut sie mir leid. Das ist unnötig. Sie hat selbst eine Asari geheiratet. Ihre Kinder waren auch reinblütig. Sie ist Teil des Problems. Also unterhaltet euch mal nicht so laut, seid mal ruhig. Habe ich jetzt geschafft? Hin und wieder sagst du solche Sachen und ich weiß nicht. Es liegt vielleicht daran, dass dein Vater Batarianer war. Ja. Wow, das packst du jetzt hier aus? Mein Vater war ein ausgezeichneter Hausmeister. Der Beste. Und du bist. Nicht der Beste. Das Wort, nach dem du Hausmeister. Suchst, lautet reinblütig. Nee, doof. Habe ich jetzt hier alles gemacht? In den Shops kann ich nichts mehr kaufen. Asari, die möchte, die telefoniert hier. Hm, okay. Nee, Moment, das ist falsch. Nee, das ist auch falsch. So. Tagebuch. Gib mir mein Tagebuch. Gefälschte ID. What? Also, Falken ist versteckt. Wenn du sie wie das Secure-Bezirk oder eine gefälschte ID gefunden, sie können den noch als nützlich erweisen. Ach, stimmt. Ah, ich muss sowieso nochmal zurück wegen Konrad, natürlich. Neue Mission bekommen, natürlich. Jetzt muss ich wieder zu ihr zurück. Die Manager
Okay. Ich muss anscheinend noch mehr hacken, alles klar. Wo sind die anderen? Da nicht. Nee, der Salarianer möchte ja nicht mit mir reden. Es geht mich allerdings an. Dann halt die Fresse. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Ist mir egal. Ich habe gerne gestört. Gut. Die 10 reichsten Bürger, du. Hä? Ich war schon kurz bei Konrad. Also den habe ich einmal schon kurz besucht. Aber die Mission geht ja noch weiter. Aber wo sind jetzt die anderen Terminals? Where are the terminals? Ja, der ist ja hier. Verdammt, oh. Das ist doch alles nur ein Missverständnis. Erzählen Sie das dem Richter. Meine Überwachungsvideos zeigen Ihren Erpressungsversuch aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. Ich wurde hintergangen. Man hat mir gesagt, Sie hätten sich mit dem Verkauf einverstanden erklärt. Ups. Bringen Sie sie weg, bevor ich sie von meinem Barmann rauswerfen lasse. So, dann können wir gleich mal mit dem Hä, wo sind denn die anderen? Unglaublich. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video ansehen oder so. Nee, du, lass mal, danke. Was ist geschehen? Nix. Die Undercover-Polizistin vom Waffenkiosk wurde soeben verhaftet. Es war eine Falle. Warum lüge ich denn? Das ist egal. Sie war keine Polizistin, sondern eine Undercover-Agentin von einer Terroristengruppe. Ohne sie hätte ich sie nie gefunden. Wirklich? Ja. Wirklich. Das war großartige Arbeit, Conrad. Mhm. Gehen Sie jetzt bitte nach Hause. Ab hier übernehmen. Natürlich, Shepard. Und vielen Dank. Es ist schön, dass Sie wieder da sind. Also ich hatte den nämlich schon mal angesprochen, den guten Konrad. Macht aber im Grunde auch nichts, weil das Beste kommt im dritten Teil. Willst du mal mit dir reden? Willkommen zurück, Schätzchen. Ja, hallo, Papa. Was darf sein? Oh, tut mir leid, kein Sex. Oh, scheiße. Hab gerade die Bar sauber gemacht. Ach, Mensch. Wie ist das so? Genauso, als wenn man was anderes... Wenn hier Mutter... Ach nee, kann man nicht schauen. Ich finde das Aufeinandertreffen mit Konrad hier nicht so geil. Im dritten ist es richtig cool. Da zeigt er, dass er ein echter wahrer Held ist. So, die sind unten. Was ist denn unten? Unten. Ilium Entertainment. Da, wo der Shit abgeht. So, wo denn? Sind die hier? Sind die da? Sind die dort? Ganz unten sind die Terminals zum Hacken. Ja, ich bin noch ganz unten. Oder nicht? Den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen. Auch einfach, es geht schon. Kein Problem. Ist ganz unten hier? Ja, wahrscheinlich. Ach, Terminals, versteckt euch nicht. Ich werde euch finden. Irgendwann. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kyrosa sehr wichtig sind. Das Fernandentius hat uns nicht mal Zeit zu packen gelassen. Da ist die Serena, die sprechen wir später, da ist sie auch nicht. Nee, hier dürfte es eigentlich auch nicht sein. Sie stellen sich Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz? Nein, dort, wo du die andere Kuh angelabert hast. Als führender Anbieter von topmoderner Zwangsarbeit. Hey, wir sind Freundinnen. Ich hab dich nie so genannt. Nein, aber du denkst daran. Glaubst du, es war leicht, als Reinblut aufzuwachsen? Ich habe ja, hier. Dumme Sachen gemacht, um den Hänseleien zu entgehen. Aber ich habe die doch gerade schon gemacht. Oder gibt es noch mehr? Gibt es mehr? Eine Verschwendung von genetischem Potenzial. Dadurch kommt es zu Rückschritten wie den Adler-Yashi. Hey, ich mag Reinblüter auch nicht, aber das geht jetzt etwas zu weit. Hier war die ja, die alte Kacknudel. Die alte Kacknudel. Ich meinte doch nicht. Okay, pass auf. Ich sehe mir den Vertrag nochmal an. Da kann ich ein Taxi rufen. Naja, gut. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Ich werde mich entscheiden. Aha. Muss ich das jetzt nochmal. Hä? Ich hab das gerade schon gemacht, ey. Söldnerinnen, irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht. Und deshalb werden wir auch. Ja, ich brauche unbedingt noch mehr Zeit, um zu hacken. Ich meine nur,
Wir sind hier, um Waffen zu kaufen. Aha. Also vielleicht ein T-Shirt? Gefunden. Oder eine Karte. Ilium. Erfolg. Wir sind ja schon blau verschoben. Das ist doch witzig, oder? Die Hautfarbe der Atari. Total witzig. Papa, kauf ihr einfach. So, hier auch nochmal hacken. Meine Güte, ey. Drei Terminals zum Hacken, ist unglaublich. So, ist auch wieder sehr schwer. Ich brauche unbedingt mehr Zeit zum Hacken. Unbedingt. Geht ja gar nicht klar. So, muss ich denn hin? Da. Oh. Aber für mich ist es die Zukunft. Aber nur, wie viel Geld habe ich eigentlich? 3000, das reicht irgendwie nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Denken Salarianer auch mal an was anderes aus. Da ist es. Ich glaube, es sind nur drei. Dann drei. Hm? Ah. Vertrauen ich doch immer. Abtrünnigen Punkte am Arsch. Ich habe Liara geholfen. Das ist doch immer eine gute Sache. Horizon. So, dann gehe ich nochmal zu ihr zurück. Ich glaube, dann habe ich soweit erstmal alles erledigt. Und dann werde ich Yao, glaube ich. Ja, ich glaube, dann werde ich einfach mal Thane oder so holen. Mal gucken. Hi. Shepard, ja. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, ist so lange her. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Ne. Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Keine Ahnung, wer ist das? Ich habe viel um die Ohren. Wer ist der Shadow Broker gleich nochmal? Er ist der mächtigste und gefährlichste Informationsmakler der Galaxie. Mhm. Niemand weiß, wer er ist. Angesichts seiner Ressourcen gibt es Spekulationen, dass es sich in Wahrheit um eine Gruppe handelt, die unter einem gemeinsamen Namen operiert. Nee. Krass. Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Mhm. Unsere Wege haben sich kurz nach Ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Mhm. Tut mir leid, Shepard. Verdammt. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Arbeiten? Tut mir leid. Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Der Kampf gegen die Reaper ist ein Hobby, weißt du? Ich weiß nicht, wie das ist, dann zu arbeiten. Die Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Doch, viel Glück, ne? Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Viel Glück, danke, ja. Shepard. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nee. Nee, das war's. Wir reden später, Liara. Ich bin erstmal out of the shit, ne? Ciao. Aber wir sehen uns später nochmal wieder, Schätzchen. Tschüss. So, 2000 Credits. Okay, was mache ich denn als erstes? Ich jetzt erst. Ich glaube, ich werde erstmal Thane holen.